Meine Freunde? Aus Sparsamkeitsgründen, ich will nicht nennen Armut, sind sie jetzt unter die Gärtner gegangen? Und Frauchen hat behauptet, so einen Salatkopf, heißt das so? Den man dann oben abgetrennt hat zum Essen, der treibt wieder aus, wenn man den schnell einbuddelt. Dann habe ich mir so uralten Tomateneimer hier recycelt, sprich Maurereimer mit Löcherchen versehen. Also früher waren da wirklich Tomaten drin. Und hier haben wir vom örtlichen Gärtner schon eine Erde drunter. Viele Jahre alt, weil bietet schon eine. Ja, und da kann man schön einbuddeln und in der Hoffnung, raus. No? So. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Hier, der mal austesten. So. Da wird ja schön gebuddelt. Er sieht nicht so aus, aber das war wirklich feinste Komposterde. Und weil das hier so schön trocken ist, sieht die nicht mehr so ganz so interessant aus. Die Schaufel ist wirklich nicht so gut geeignet dafür, finde ich. Eine kleine Schaufel hier, man sollte es fertig werden. Oi, oi. Und wir melden uns wieder, wenn da schöne Salatköpfe draus geworden sind. So. Und schon kann man die Pflanze, die man sich bei wahrscheinlich bei Rewe gekauft hat, ich weiß nicht wo, nochmal recyceln. Das ist ja immer während des Lebensmittels. So kannst du immer wieder dann das Endstück nehmen und wieder einpflanzen. Dann gehen wir jetzt mal schön zum Wasserhahn. Wasser rein, immer reichlich, nicht sparsam sein. So. Gut, und dann warten. Auf was Wurst?